Hey ho Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Wir befinden uns gerade in einer Welt, die mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil ich nicht weiß, ob wir jemals wieder rauskommen. Genau, wir transportieren uns hier die ganze Zeit mit diesen Blubberblasen irgendwie durch die Gegend, aber wo die genau hinführen, ist immer so eine Sache. Ich kann mir das gefühlt nicht merken. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier easy peasy irgendwie rumkommen. Also ich würde halt nochmal ein bisschen so rumprobieren. So für mich selbst, um mal zu gucken, ob ich das irgendwie gebacken kriege. Ich werde sonst einfach gleich mal diese Fähre aktivieren. Das kann ich, glaube ich, nicht machen, solange diese Dinger noch leben. Ich glaube halt... Ach stimmt, wir sollten ja auch zum Eingang, ne? Oh mein Gott, das war natürlich nicht so schlau. Ich glaube, wir sind da sogar richtig, wenn wir die Fähre nehmen. Beast macht das kaputt. Ich halte mich. Gefällt mir. Die sehen aber auch echt merkwürdig aus. Ach ja, Leute. Das wäre ich auch nur ohne euch und eure ganzen Tipps. Ich wäre niemals so weit gekommen ohne eure Tipps. Ich glaube, ich wäre irgendwo bei Alice im Wunderland in der Hecke verschollen gewesen oder so. Und hätte dann irgendwann angefangen zu weinen. Oder so vielleicht. Magic Käfig! So. Das sieht alles so schön aus. Man muss es halt nur verstehen. Da geht's doch zum Anfang, oder? Oder wo hat sich hier was geöffnet? War das die Tür? Wow! Okay, übertreib ruhig, Beast. Baller halt alles weg. Ich habe echt nicht gecheckt, dass das nur ein Schild ist, ne? Oh, da geht's jetzt rein. Okay, gut. Schön Cutscene, während der Typ eigentlich auch noch mit uns gekämpft hat, aber was soll's. Jasmin! Und Cinderella und Schneewittchen und Alice und... Oh mein Gott, die haben hier eine Trophäenkammer. Oh bitte, ich möchte noch nicht gegen Malefiz irgendwie kämpfen oder so. Und Kairi ist auch am Start. Oh Mann, Leute. Oh reinstes aller Herzen, offenbare mir das Schlüsselloch. Warte, sie hat das reinste Herz? Was hat sie eigentlich vor? Ich verstehe immer noch nicht, warum das Schlüsselschwert übergelaufen ist. Das setzt mir ganz schön zu. Sei auf der Hut. Sie sind in der Nähe, das fühle ich. Schätzkeks, ich habe nur ein Holzschwert. Nein. Well? Ew. Okay, jetzt rastet er aus. Na super, jetzt bin ich alleine. Oh, please. Solange du kannst. Nein, nicht ohne Kairi. Die Dunkelheit wird dich vernichten. Was hat er denn jetzt für einen hässlichen Fummel an? Boah, sieht das scheiße aus. Vielleicht vernichtet sie meinen Körper, aber nicht mein Herz. Mein Herz wird bei meinen Freunden bleiben. Es wird nie sterben. Wirklich? Das werden wir ja sehen. Ist das dein fucking Ernst? Warum greift Arsch mich an? Please! Lass Sora jetzt endlich in Ruhe! Wow. Du verrätst deinen König? Nie im Leben! Aber ich werde Sora auch nicht verraten, weil er nach allem, was wir zusammen erlebt haben, einer meiner besten Freunde geworden ist. Deswegen hast du mich auch alleine gelassen. Bis später, Donald! Sagst du dem König, dass es mir leid tut? Warte! Oh, das werden wir zusammen tun! Das ist so süß. Du wirst uns nicht. Okay, ich verzeih euch. Ihr seid nett. Tausend Dank. Donald, Goofy. Wie willst du kämpfen ohne Waffe? Hallo, ich kann zaubern. Ich weiß, ich brauche das Schlüsselschwert nicht. Ich habe etwas Mächtigeres. Mein Freundschaft. Herz. Wow, okay, dann halt dein Herz. Dein Herz? Wie soll dir dieses kleine, schwache Ding helfen? Auch wenn mein Herz schwach ist, es ist nicht allein. Mit jeder neuen Erfahrung ist es gewachsen und hat unter all den Freunden ein Zuhause gefunden. So wie ich Teil von ihren Herzen wurde, wurden sie Teil von meinem. Und wenn sie ab und zu an mich denken, wenn sie mich nicht vergessen,
werden unsere Herzen eins werden. Das klingt ein bisschen kitschig, ich aber irgendwie auch schön. Ich brauche keine Waffe. Meine Freunde machen mich stark. Na, digitiert jetzt sein Schwert? Schade, ich habe immer noch das Holzschwert. Oh yes, baby! Boom, boom, Sora ist zurück! Jetzt gibt's einen Kampf gegen Arschkuh. Boah, der stellt sich schnell. Warum hat er eigentlich so einen komischen Bassbock an? Das ist nicht so cool, der rastet ganz schön. Also ich habe jetzt zwar mein Schwert wieder, aber auch wenn ich trotzdem zu blöd um zu kämpfen. Wie schnell der angreift. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gibt es hier irgendwas, was ich machen kann? Eine Vase auf den schmeißt oder so? Hat das irgendwas gebracht? Ich kann halt auch nicht zulassen, dass er Goofy und die schrottet. Ich bin halt zu langsam. War ich immer, werde ich immer sein. Ey, sein Tummel sieht so scheiße aus, aber trotzdem ist er stark. Na gut, kommt halt nicht aufs Aussehen an, ne? Sie hält immer noch zu wenig ab. Oh, ich wurde gerade geheilt. Sehr nice. Oh Leute, das ist da ein bisschen grenzwertig. Dankeschön! Wie alle heilt. Ich mag den nicht mehr. Der ist echt kein guter Freund gewesen für mich. Ich hoffe, er kommt langsam wenigstens wieder zur Besinnung. Wow, wie schnell die mich heilen, das ist echt nett. Hauptsache rastet jetzt nicht noch irgendwie aus oder so. Ist natürlich auch ein bisschen unfair, muss man sagen, ne? So 4 gegen 1. Opa. Jetzt hat er mich sogar geheilt und ich habe mich geheilt. Schnell. Darauf komme ich gar nicht klar, ne? Warum hat er für ein blödes Flügelmaus? Fledermaus-Schwert. Wir hatten letztens eine Fledermaus bei uns in der Wohnung. Das war irgendwie gruselig. Da hatten wir nachts das Stubenfenster offen. Und die ist dann halt leider reingeflogen. Auch wenn es nur auf Kipp war. Erst dachte Micha, das wäre ein Vogel und ist voll durchgedreht. Dann habe ich gesehen, dass es eine Fledermaus war und dann bin ich durchgedreht. Und dann ist sie aber zum Glück nach einer Weile da wieder rausgeflogen. Ihr könnt mich kurz heilen sonst. Na gut, mach ich weiter. Oh, komm. Ach so, jetzt hat er mich selber... Ach, egal, jetzt hat er mich auch geheilt. Doppelte Heilung. Aber so langsam geht er Richtung Tod. Nein! Jetzt gehe ich Richtung Tod. Fuck, ich hätte weggehen sollen. Sorry, falls euch jetzt gerade die One-Up geflogen sind. Okay, ich mach's nochmal. Oh, was muss diese blöde, kotige Kotszene noch mal mitmachen? Die war voll lang, ey. Ich will die nicht noch mal gucken. Okay, also falls Micha nett war, hat er jetzt die Cutscene rausgeschnitten. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch was zu trinken in der Zeit geholt habt, die gerade die Cutscene wieder war. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren und hoffe, dass ich nicht den zweiten Kampf auch noch versammle. Halt so flink. Okay, weg, weg, weg. Oh, weg, weg, weg. Nein, 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 nein! Rettet mich! Leute! Oh, Scheiße!
Das fängt ja schon gut an hier. Das muss man den Blödmann nicht fertig machen. Das ist aber auch gut, wie auf den Keilen. Fuck, fuck, fuck. Ich sehe auch immer nicht so viel, ich sollte weg von den Säulen. Ach, ist immer nicht so. Diesmal müssen wir uns den holen, Leute. Sicherheit heilen. Nur Sicherheit heilen. Oh, fuck. Zeigen gleich. Huh. Er ist da, Leute! Zweiter Anlauf zwar, aber er ist immerhin Putschi. Tja, ist jetzt die Frage, was passiert, ne? Nach seiner Niederlage erkennt er vielleicht, dass solche Herzen stärker sind, als wenn man sich der Dunkelheit verschreibt. Sein hässlicher Dress ist auch weg. Yes! Dein Herz hat also den Kampf gewonnen. Mein Krabbelherz! Die weiße Triotech erlernt, Leute. Das ist sehr geil. Ist das die letzte? Hä? Achso, soll ich jetzt das Biest mit reinnehmen? Okay, so ist okay. Ich nehme Donald mit und das Biest. Donald heilt mich wenigstens mal. Das ist ja cool. Ja, nice. Freut mich, dass wir den jetzt doch noch geschafft haben. Ich hatte ein bisschen Panik, dass er Richtung unüberwindbarer Gegner geht. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas rumsteht. Von Belang. Irgendwas, was man vielleicht kaputt machen kann. Okay, Tatsache. Sammeln wir das mal ein, obwohl wir es eigentlich gar nicht brauchen. Die Rüstung kann man also nicht kaputt machen, sondern nur diese Vasen. Ach, warte mal. Hätte ich das während des Kampfes auch machen können? Nun ja. Hinterher ist man immer schlauer. Hey, sammeln die ein. Kann man hier noch irgendwas machen am Brunnen oder so? Sieht so schick aus. Hier sind noch mehr Vasen, aber ich glaube, da ist halt echt nur Lebensenergie drin. Oh nein, richtig runter. Ist das denn jetzt... Das ist doch noch nicht die letzte Welt, oder? Ist das die letzte Welt? Da hinten ist noch eine Tür. Bibliothek. Okay, gehe ich mal erstmal rein. Klingt ein bisschen ungefährlicher. Karma Band 8 erhalten. Ach, das habe ich eingesammelt gerade. Lol. Da fehlt das doch. Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Karma Band 8 ins Regal stellen. Ja, kann ich ja erst machen, wa?
Geil, Leute. Das ist sehr cool. Warte, ist das die Bibliothek, wo Kairi damals war mit dieser Oma? Das sieht jedenfalls so aus, die Ecke hier, ne? So ein bisschen. Ich schwebe hier so in der Luft rum. Hm, was ist das? Drehen. Ach, cool. Ich habe einen guten Zug drauf. Oh, muss ich das jetzt nochmal machen? Nee, okay, bringt wahrscheinlich nichts, wenn man das mehrmals macht. Sonst Opus Band 6 erhalten. Okay, hier kann man speichern. Das Biest tobt hier wieder rum. Triotech kann ich nicht machen, weil Goofy nicht da ist. Aber ich könnte ihn natürlich jetzt holen, ne? Ich meine, hier ist jetzt auch dieses Ding. Okay, egal. Gucken wir einfach mal kurz nochmal weiter. Was ist das hier? Nehmen. Das ist falsch einsortiert. Okay, wir müssen ja echt... Elis ist tot. Okay, wir müssen hier sehr viel Bücher sortieren. Und hier kann man auch auf den Regalen rumrennen. Wenn man den trifft. Da vorne kann man auch nochmal drehen, glaube ich. Kann man hier noch irgendwas machen? Das ist halt die Frage, was ist die Triotech? Ist die Triotech irgendwas, was hier wichtig ist und irgendwas auslöst, was ich brauche? Dann würde ich fast sagen, sollte ich doch zu Goofy switchen. Anti-Z-Gummi erhalten. Vielleicht mache ich das nochmal eben. Sorry, Beast. Ich hoffe, ich kann das jetzt machen. Schon. Gruppe. Beast tauschen gegen Goofy. Bestätigen. Hallo? So, mal gucken, Leute, was wir jetzt machen. Ah, das Buch. Das braucht mir dann ja eh, Leute. Das ist ja super. Hä, war das gerade eben schon da? Arzas Glück. Okay. Ich meine, wir können auch an der Aufstellung bleiben. Ich weiß halt nicht, wie wichtig das Biest jetzt ist. Aber ich meine, wenn wir schon mal in der Welt hier sind, tausche ich Goofy, glaube ich, wieder aus. Ja, bestätigen. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr fandet das Match ein bisschen spannend. Also, ich muss sagen, gegen Riku ging mir der Arsch schon ein bisschen auf Grundeis, wenn ich das so sagen darf. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge nochmal die Bibliothek hier genauer an und versuchen hier die ganzen Geheimnisse aufzudecken, die hier noch auf uns warten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben und dann hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dann, Leute. Ciao.